Na, na, na! Du dieses Pissoir ist nur für wenn du willst, aber nicht... Na, na, na! Du verfärbst ja noch die ganze... Dieses Pissoir ist, wenn du welche da... Aber... Na, na, na! Du ver... Was hast du da? Zeig mal! Oh, das müsste dringend mal gewaschen werden. Aber bitte im richtigen Pissoir. Nenn mich ruhig Pimmel... pingelig. Na, 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 du ver... Na, 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 du verfärbst... Was hast du? Zeig mal! Ah, du hast das Prinzip offenbar verstanden. Benutz das grüne Pissoir ruhig, so oft du willst. Was sagte man dazu? Grüne Tomaten. Grüne Tomaten. Na, 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 diese, wenn du willst, aber nicht. Was hast du da? Zeig mal her. Ah, sehr gut. Du hast das Prinzip offenbar verstanden. Benutz das rote Pissoir ruhig, so oft du willst. Was sagte man dazu? Rote Bananen. Rote Bananen. Die Pizza, wohlan. Aber was ist das? Haben wir dir nicht Kunde gegeben, dass wir keine Blaubeeren mögen? Hinfort! Gehe sie uns damit aus den Augen! Was sagte man dazu? Grüne Blaubeeren. Grüne Blaubeeren. Was sagte man? Roter... Roter Brokkoli. Die Pizza, wohlan. Droggelbecher. Du hast ihn gehört. Droggelbecher isst keinen Brokkoli. Hinfort. Gehe sie uns damit aus den Augen.
schön. Fragelbe- Schad. Fred! Lilly wollte nicht noch einen Streit provozieren. Zum Glück hatte sie sich alles gemerkt. Adrian wollte Tomaten, aber keine Blaubeeren. Petra mochte Brokkoli, aber keine Tomaten. Droggelbecher hatte Hunger auf Banane, stellte sich aber beim Brokkoli quer. Und Peter wünschte sich Blaubeeren, hatte aber etwas gegen Banane. Das würde knifflig werden. Lilly wollte nicht noch einen Streit provozieren. Zum Glück hatte sie sich alles gemerkt. Adrian wollte Tomaten, aber keine Blaubeeren. Petra mochte Brokkoli, aber keine Tomaten. Droggelbecher hatte Hunger auf Banane, stellte sich aber beim Brokkoli quer. Und Peter wünschte sich Blaubeeren, hatte aber etwas gegen Banane. Das würde knifflig werden. Was sagte man dazu? Rote Blaubeeren. Das war bereits frisch gewaschen. Das war... Lilly wusste das. Und wenn... In der Klosterschulordnung... Nur weil Lilly wieder mit dem Feuer spielen durfte, hieß das noch lange nicht, dass sie... Sie sparte sich diese Option. Droggelbecher. Du hast ihn gehört. Droggelbecher isst keinen Brokkoli. Hinfort. Gehe sie uns damit aus den Augen. Rote Bananen, grüne Tomaten, roter Brokkoli, rote Blaubeeren. Nur weil Lilly wie... Sie spart... Lilly hatte noch nie... Aber das klang nicht besonders... Nur weil sie... Die Wäsche wurde... Man... In der Kloster... Ihr fährt... Was hast du da? Zeig mal her. Das braucht...
Dem Erzähler verging langsam die Lust, sich tatsächlich... Die Kerze roch wunderbar, zumindest die Blumenlilie. Das riecht gut. Aber auch wenn die Illusion fast perfekt ist, es sind doch nur künstliche Aromen und chemische Ester. Eine fast perfekte Illusion. Aber nichts Reales. Wie alles hier in der Anstalt ist es nur der halbherzige Versuch, uns ein Leben in Freiheit vorzugaukeln. Und jetzt, da uns niemand mehr daran hindert, die Anstalt zu verlassen, bietet es eine willkommene Ausrede, den Schritt nach draußen feige zu verweigern. Du hast recht, Fremde. Ich drück mich nur von meiner Verantwortung. Der Verantwortung vor mir selber. Das Angebot, das mir die Welt da draußen unterbreitet hat, auch anzunehmen. Ich danke dir. Ich habe endlich einen Entschluss gefasst. Ich kann hier nicht länger in Untätigkeit herumsitzen. Ich sollte über Blumenfelder schwirren und Honig sammeln. Baba Anstalt. Servus Freiheit. Ui. Lilly freute sich, dass sie dem Bienenmann geholfen hatte. Schon bald würde er an einem besseren Ort sein. Wo der Mann im Bienenkostüm jetzt war, brauchte er offenbar keinen Schal. Eine Feder, wie beim Wein. Was hast du da? Zeig mal her. Ah, sehr gut. Du hast das Prinzip offenbar verstanden. Benutz das Geld. Was sagte man dazu? Gelber...